Hallo, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Andreas und ihr seht Unravel. Ich habe beim letzten Mal folgendes Problem gehabt. Und zwar habe ich hier so einen Stock. Wenn ich jetzt den Stein hier reinmache, kippt der Stock hoch. Ich komme dann aber nicht mehr hoch, weil ich quasi kein... Ja, weil es zu hoch ist. Na, komm mal raus hier. Dann habe ich daraufhin hier oben einen Strick dran gemacht. Dann ist aber dieses Stück einfach zu kurz. Und ich kriege den Stock nicht mehr komplett bis rüber gemacht. Und jetzt weiß ich, ich muss hier einen Strick machen. Dann da oben. Und damit ist das Stück... Achso, erstmal hier oben. Punkt. Und jetzt kann ich hier den wieder losmachen. Und jetzt habe ich so unheimlich viel Strick hier dazwischen, ne? Dass das problemlos möglich ist, den komplett hochzumachen, ne? Und jetzt kann ich an dem Strick, an dem Seil halt hoch, ne? So, und um Strick zu sparen, nehme ich zusätzlich noch hier das Stück weg, mit. Halt. So, was haben wir hier? Ist im Endeffekt egal, glaube ich. Achso, der ist ja schon fest. So, also zack, hier ran. Und wupp. Und hüpp. Aua. Das gibt Kopfschmerzen. Oh. Shit. Merke. Am besten einen kleinen Seil ran machen, bevor es mich runterschmeißt. Komisch. So, jetzt kann ich hier hochklettern. Au! Oh, das ist ja eine böse Falle. Eine ganz böse Falle. Na gut. Nochmal sollte mir das nie passieren. Zumindest nie an der Stelle. Na und hepp. So, hier schnell in Strick dran. Und... Hey, kannst du mal hochklettern bitte? Hä? Ich würde gern, dass du mal... Danke, kletterst. So. Wow. Voila, holla die Waldviecher. So, warte mal. Bam. Sehr schön. So, hier mal schnell Knoten dran machen, würde ich sagen. Dann rüberspringen. Hier einen Knoten dran machen. So, und das immer wieder in den Bergen. Hier eine kleine Schlange. Was ist das? Ist das jetzt die Eisenbahn? Ich meine, die Map heißt ja nicht umsonst entgleist. Oh, warte mal, hier. Haben wir die zwei Mädels wieder, wie sie hier einen Berg hochlaufen? Okay. Boah, Mensch, da. Was? Der hat mich doch nie getroffen. Unfair. Ich find's unfair. So,
So, warte mal, wie machst du das jetzt? Jetzt hat er mich komischerweise nie getroffen. Naja. Okay, wo komme ich jetzt hier hin? What? Ja. What the fuck? Ich muss hier vielleicht ziehen. Das sieht aus wie ein Stock. Wenn ich den gerade ziehe, wird der vielleicht... Ja! Bam! Abgehalten. Geil. Und? Jetzt? Weiß ich nicht so richtig, was ich damit soll, aber was soll's. Ne, warte mal, hier geht's nie weiter. Ah, okay. So muss es. So, hier will Strick. Ah, ich hatte nicht mal eine Chance, ey. So. Ach, gekoppelte Pendel, echt schlimm. So, und jetzt hier. Wui. Wui. Sauber. Ah, jetzt kann ich hier hochklettern. Wow. Mensch, du, das ist aber bestimmt hoch. Möchte man eigentlich nie nach unten gucken. Glücklicherweise kann man das bei dem Spiel nicht. Hier muss ich mehr Seil gewinnen. Nein, 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 nein. So, jetzt ey. What the fuck? Ah. Wieso kann ich denn hier runter? Shit. Shit, shit, shit. Na gut. So, hier mal richtig kräftig schwingen. Das ist echt peinlich. Mann! Was ist denn das los, ey? Oh Mann. Wow. Ich muss mich beeilen. Das Ding braucht eine Weile, bis das von dem Ding runter geht. Oder muss ich vielleicht einfach nur weit schwingen? So, warte mal, was passiert denn, wenn ich jetzt hier so weit wie möglich, genau. Ah! Hm. Okay. Erstmal, nur kann man machen. Oh, was passiert, wenn ich eigentlich das mache? Einfach mal Knoten rein. Aber erstmal nicht verlieren.
So, und jetzt hip. So, jetzt hier einen Knoten rein. Kriegen wir vielleicht hier irgendwie so einen Katapult hin? Nee. Sehen Sie, was ich damit hinkriege, dass ich nicht gleich runterfalle. Okay, das war blöd. Aber ich... Mensch, mach ich mir Mist. Ich würde sagen, dass wir trotzdem erstmal auf dem anderen vielleicht... Mensch. Ich stelle mich aber bescheuert jetzt an. Na? So, jetzt. Hier ein bisschen Seilgewinn. Jetzt machen wir erstmal hier einen Knoten rein. Okay. Jetzt kann man eigentlich weiterspringen. Ich hoffe, ich bobbe nie gegen das... Ich bobbe gegen das Ding. Gut. Natürlich bobbe ich gegen das Teil. So, vielleicht reicht es ja trotzdem. Boah! Awesome! Woo! Halt, warte mal was. Ist da irgendwas? Die Frage ist, wir gehen erstmal an die rechte Seite. Es sieht aus, als würde es hier nach links weitergehen. Vielleicht ist rechts ja aber einfach auch mal gar nichts. Okay, dann hat sich das erledigt und wir gehen wieder auf die linke Seite. Halt, das war nicht gut. Jetzt. Hier drüber. Und schwingen, schwingen. Nehmen wir gleich den kurzen Weg. Und siehe da, da sind wir auf dem Zug. Also auf der Brücke, nicht auf dem Zug. So, hier geht's nicht weiter. So schlecht lesen. Irgendwas soll man nicht machen. Wieder. Ah, guck mal, hier haben sie Schlösser reingemacht. Wie in Köln, glaube ich, an dieser einen Brücke war das ja auch so. Ne? Sieh da, hier sehen wir die Mädels, wie sie das Schloss an die Brücke reinmachen. Das ist auch so eine Freundschaftsbrücke. Irgendwie die Brücke beim Rhein. Ah, okay. Oh. Nein. Hier geblieben. Mensch. Das könnte Nacht sein, das könnte aber auch unendlich, unvergänglich, das ist ein Unendlich-Zeichen. Na, diese umgedrehte 8, wie macht das hin? Ja, genau, unendlich. So, gucken wir uns das an, entgleist. Man kann sich ein Leben lang fragen, was am Ende des Weges liegt. Oder man kann es selbst herausfinden. Es tut weh, jemanden gehen zu lassen, aber manchmal ist es notwendig. Alles klar. Hm. Ist das die Blonde da im Hintergrund? Haben sich zwei Mädchen, D und K, wie gesagt. Na, hier auf den Schienen lang gelaufen. Soll man übrigens nicht machen, liebe Leute. Ja, tut euch selber einen Gefallen und läuft daneben. Da war letztens ein Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da ist... Ach, genau. Das war total dumm und die Frau, die hat einfach Glück im Unglück gehabt, ne? Und zwar hat die sich, die ist mit diesem falschen Zug eingestiegen, glaube ich, nachts,
ne? Und ist eine Station quasi zu weit gefahren und hat sich gesagt, ach, ich laufe einfach zurück. Und um den Weg zu finden, laufe ich auf den Gleisen lang, ne? Leute, auf den Gleisen, hallo! Also, das würde ich nicht mal auf einer abgelegenen Strecke machen, wo ich weiß, da fährt keiner mehr lang. Man kann sich nie sicher sein, ne? Lauf doch einfach 2 Meter daneben oder 3, ja? Tatsache ist, die ist auf den Gleisen lang gelaufen und die hat einen Hund gehabt und der Zugfahrer hat nur das reflektierende Hundehalsband gesehen. Und deswegen konnte der bremsen und hat die gute Frau nicht überfahren. Wie blöd muss man sein und wie viel Glück muss man haben, um das quasi zu überlegen. Die hatte Kopfhörer auf, ne? Also sie hat den Zug auch nie gehört, der hätte hupen können, was auch immer. Ja, die hat den nie gehört, naja. Also, Leute, lauft einfach nicht auf den Gleisen lang und gut ist. So, hier nochmal das Schloss. Und damit ist die Geschichte vorbei. Und auch die Folge ist vorbei, der Timer hat geklingelt. Und abgesehen davon ist ja eh jetzt ein Level schon vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem nächsten Level wieder. Bis dahin. Ach, guck mal. Und wir haben jetzt sogar noch einen zweiten Teil von dem Foto gekriegt. Na, jetzt fehlt nur noch ein dritter Teil. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie die Zeit vergeht bei den Spielen, ist ja unglaublich, ne? Schon wieder haben wir ein Level gemacht, ne? Und das ist gar nicht böse gemeint, von wegen, oh, schon wieder ins Vorbei und so. Nein, ich bin voll drinne und das waren auch wieder 3 Folgen, ne? Das ist schon ziemlich großartig, ne? Und im Übrigen habe ich recht gehabt mit meiner Annahme, die ich vor zwei Folgen schon gemacht habe, dass es sich hierbei um einen Abschied von 2 guten, besten Freundinnen handelt. Ne? Was da passiert ist, wissen wir nicht. Vielleicht erfahren wir das noch. Aber mal gucken, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin. Tschüss.